Moin moin, du kleiner Racker, und herzlich willkommen zu einem weiteren Spieltag der MDL. Spieltag 8, und es geht ran gegen El Scissor. Ja, der aktuell, ich glaube, zweitplatzierte in der Tabelle, mit doch ganz guten Kämpfen, by the way, und mit einem sehr, sehr starken Team, denn ich möchte gleich auf eine Sache zu sprechen kommen, aber erst kommen wir zu meinem Team. Wir haben dabei Trikefalu, wir spielen das hier mit der Hibisbeere, das ist die Antifee-Beere. Dabei haben wir die Finster Aura, Erdkräfte, Ruhrort und Röpser. Sind hier relativ bulky investiert, nicht super speedy, aber speedy genug, um Kabukime zu outspeeden zum Beispiel. Dann haben wir Kagoron dabei mit der Kuako-Beere, das ist die Antifeuer-Beere. Hier haben wir Rambos, Flammenwurf, Gigasaur und Egelsam. Das ist falsch, wir haben nicht Rambos, wir haben Erdbeben. Wir haben kein Rambos dabei, wir haben das Erdbeben dabei. Das fällt mir gerade noch so auf hier. Dann haben wir Entei mit der Gauwebeere, Läuterfeuer, Turbotempo, Toxin und Steinkante. Reden wir auch nochmal drüber gleich. Dann haben wir noch Donario mit den Überresten. Wir spielen Donnerblitz, die Kraftreserve Boden gegen Glurak, Käfergebrumm und den Delegator. Was interessant sein könnte. Dann haben wir hier noch Fruyal mit der Offensivweste, Abschlag, Blattgeißel, Turbotrier und Kehrtwende. Und zu guter Letzt noch Terrakium mit dem Gesteinsmove, Steinkante, Nahkampf, Steinpolitur, Schwerthans. Recht Classic, so wie wir es immer spielen eigentlich. Ja, schauen wir uns mal das Team vom Scissor an. Und wir sehen hier einen Mega Glurak X. Und ja, wir können uns mein gesamtes Team angucken. Wir werden keinen wirklich guten Switch-In in dieses Mega Glurak X finden. Ist einfach nicht vorhanden. Waldorffisch vielleicht noch ein bisschen, aber auch nicht so wirklich. Deswegen spielen wir hier Entei relativ bulky, komplett physisch, defensiv investiert. Und kann zumindest mal Gluraks ersten Step resisten. Wie es in dem Wutanfall aussieht, eigentlich erstmal ganz gut, denn das eigene Nebelfeld von Kabukime schwächt diesen Wutanfall ab. Und das ist ein Vorteil, den das Nebelfeld mit sich bringt. Ich bemerke hier wohl einen Vorteil, den es mit sich bringt. Es bringt noch einen zweiten Vorteil mit sich, aber da könnt ihr jetzt mal in den Kommentaren miträtseln, welcher das ist. Ich sag mal so viel vorweg. Wir sind an dem Toxin auf Entei, dass ich es nicht bedacht habe. Ja, ansonsten hätten wir noch Kagoron, was auch einen Hit überleben kann, dank der Antifeuerbeere. Und dann eben mit einem Erdbeben safe über 50% macht gegen Glurak. Und sofern Glurak halt einmal reingehauen hat mit dem Flammenblitz, Rückstoß bekommen hat, können wir mit einem Erdbeben nochmal raufhauen. Da kann sich Glurak nicht gegenhalten, muss theoretisch nochmal angreifen und könnte so besiegt sein. Das ist zumindest so ein bisschen der Plan hinter Kagoron. Soll ja eigentlich rein als Konter gegen Glurak stehen. So ein bisschen tricky, also so ein bisschen trappy, sag ich mal. Dass er nicht unbedingt gleich sieht, was hier sein Glurak aufhalten soll. Ansonsten haben wir halt noch den Gigasauger, was sehr gut gegen Manaphy und Kabukime ist. Das Erdbeben ist insgesamt ziemlich gut. Der Gigasauger ist auch noch gut gegen Krabbit und Donphan, by the way. Das Erdbeben ist an sich ziemlich gut. Wir sehen noch Raichu, wo das Erdbeben ganz gut ist. Glurak ist ganz nett. Dann haben wir hier noch Roserade, wo es auch ganz guten Schaden machen könnte. Und wir haben zu guter Letzt noch den Flammenwurf, der hier nochmal gegen Panzer Aeron vor allem Druck machen soll und eben auch gegen Roserade. Ist ganz klar. Dabei haben wir noch die Egelsamen, um eben auch Pokémon so ein bisschen aufzuhalten, oder was heißt aufzuhalten, anzuchippen, die wir sonst nicht so gut treffen, wie zum Beispiel Vesprit, wie zum Beispiel Panzer Aeron und so weiter und so fort. Und ja, Trikefalu, der Plan dahinter ist so ein bisschen das Kabukime aufzuhalten, auf den Switch und Kabukime zu reagieren und erstmal eine Erdkräfte zu drücken, was in Ordnung Schaden machen sollte. Dann eben die Mondgewalt zu fressen und den Röpser drücken zu können, um Kabukime hier auch ordentlich unter Druck setzen zu können. Vielleicht kriegen wir vorher noch irgendwie einen Feen-Move rausgekitzelt, vielleicht aus Vesprit so einen Zauberschein oder irgendwas. Das wäre schon nicht ganz verkehrt. Ansonsten haben wir hier noch den großen Vorteil, dass, wie gesagt, das Nebelfeld Glurak seinen Wutanfall oder Drachenklaue oder whatever abschwächt. Ich habe hier aber kein Draco-Meteor oder irgendwas dabei, obwohl unser nicht abgeschwächt werden würde, weil wir das Nebelfeld nicht berühren. Dank der Schwebe habe ich mich ja trotzdem lieber für die Erdkräfte entschieden. Damit treffen wir Glurak auch und gehen auch noch gegen Raichu auf Nummer sicher. Klar, Draco ist immer ein schöner Burst, aber können wir eh nicht safe drücken, solange Kime da ist.
Ja, mit Donarion ist hier auch recht relativ simpel. Einfach reinschicken, versuchen Druck zu machen und auf den Switch-Out eben den Delegator irgendwie rauszukriegen, um dann weiterhin im Anstoß Druck machen zu können. Froyal sollte hier einiges wegtanken können, gerade von Donphan auch. Und mit der Blattgeißel eben auch strong zurückstriken. Der Abschlag ist eben immer ein ganz guter Move gegen alles Mögliche und die Catman eben auch. Und Terrakium hier als allgemeiner Druckmacher. Ja, im Gegnerteam sehen wir nicht nur das Glurak, sondern eben auch Kabukime, wie schon erwähnt, Roserade, Ambidüffel. Wir sehen Manaphy, Panzer Aeron, Krabbit, Donphan, Vesprit. Ist es Vesprit? Bin ich gerade völlig falsch? Ist auch egal. Raichu und Pandacro ist ein sehr, sehr gefährliches Team. Wie gesagt, Glurak ist einfach super hart. Der gute Assessor bringt heute effektiv mit sein Glurak, Manaphy, Kime, Vesprit, Roserade und Donphan. Und wir springen in den Kampf. Oh Mann. Dann kriegen wir die Herausforderung von Pokémon-Trainer Lars. Und ich bin... ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich leade hier mit Froyal eigentlich entweder auf Vesprit oder Donphan predictend, aber er leadet direkt mit Glurak und... Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Wir haben keinen besonders guten Switch in den Glurak. Ich schicke hier TN-Tail rein. Das soll ja so ein bisschen als Switch in dienen. Das Problem ist, wir werden es jetzt gleich sehen. Der Flammblitz, der jetzt kommt, der macht trotzdem nicht unbedingt schlechten Schaden. Möchte ich mal so behaupten. Ne? Also... Erstmal die Mega-Entwicklung zu Megachlorid X ist klar. Dann kommt der Flammblitz. Megachlorid X hat ja Krallenwucht und das macht schon netten Schaden dafür, dass wir physisch defensiv investiert sind. Aber jetzt muss er natürlich so ein bisschen Angst haben vor einer Steinkante. Und die ist hier eigentlich auch relativ obvious. Und ich habe auch einfach obvious gespielt, weil ich kann hier nichts riskieren gegen Glurak. Ja, Donphan kommt rein und wehrt das natürlich ab wie nichts Zweites. Das ist unfassbar. Donphan ist einfach der Switch in hier. Jetzt schicke ich natürlich Smoothie rein, weil ich mir denke, ja, es kommt entweder ein Abschlag oder ein Erdbeben. Abschlag ist natürlich ungünstig, aber ich verzichte hier mal auf die Offensivweste, das geht schon. Und Franck kommt natürlich jetzt weg. Wir haben die Robustheit ja gebrochen und könnten mit einer Blattgeißel halt einfach richtig, richtig hart zurückstriken. Hier reagiere ich direkt mit einer Kehrtwende drauf, um gar kein Momentum für Glurak zuzulassen. Und schicke jetzt hier Terrakium in den Kampf, denn das ist ein Pokémon, das outspeedet Glurak. Es setzt Glurak so hart unter Druck. Und wir müssen jetzt halt nur die 50-50 treffen. Kommt Donphan, kommt Vesprit. Welches kommt rein? Drücke ich Steinkante oder drücke ich Nahkampf? Steinkante, Nahkampf, Steinkante, Nahkampf ist eine schwierige Entscheidung. Aber ich entscheide mich für die Steinkante, weil, wie gesagt, erstmal auf Nummer sicher gegen Glurak spielt. Die macht ein bisschen mehr Schaden als die von Entei, ist ja klar, wegen Stab und die Stars. Aber nützt alles nichts, es macht einfach zu wenig Schaden. Und ich schicke jetzt hier wieder Smoothie rein, worauf er mit einem Double Switch reagiert und direkt wieder Glurak reinbringt. Es ist unfassbar. Es ist einfach unfassbar. I mean, was willst du machen? Ich habe mir gedacht, ich bleibe jetzt hier drin, um kein Setup zuzulassen, weil Glurak kann ja Schwertanz, kann Drachentanz, ist gefährlich. Ich habe mir gedacht, ich lasse kein Setup zu, ich bleibe lieber drin und reagiere zur Not mit einer Kehrtwende. Und ja, wir sehen... Glurak ist jetzt noch bei Hälfte Leben, kann natürlich jederzeit auf Ruheort gehen, aber sobald der Rakium reinkommt, muss er raus. Und ich dachte mir jetzt, eben kam Donphan, ich drücke jetzt nicht nochmal die Steinkante, ich drücke einfach mal einen Nahkampf. Und ja, ne, dann kommt natürlich genau Vesprit rein, ist ganz klar. Kriegt aber okay einen Schaden von dem Nahkampf, aber wir können jetzt natürlich hier auf keinen Fall drin bleiben, in keinster Weise, auch wenn natürlich die Tarnsteine jetzt recht obvious sind. Der Bollenhelm ist dazu auch noch richtig scheiße. Ja, ich schicke den Rocketeer rein. Einfach, was, Kehrtwende, eine Psycho-Attacke, irgendwas. Wir hätten alles gut abgewehrt. Und es kommen natürlich erstmal die Tarnsteine. Es ist auch fein, es ist fein. Jetzt kommt der Feuerschlag und das, ich hätte es riechen müssen. Wir haben selbst schon mal Feuerschlag auf Safe gespielt. Jetzt ist einfach die verdammte Beere weg. Und das ist halt so richtig dreckig, dass die Beere jetzt weg ist. Das ist halt so richtig dreckig. Aber machst du nix? Wir können uns ein paar KP zurückholen dank den Egelsamen und Vesprit hat ja keine sehr gute Recovery, wie wir wissen. Selfie ja auch nicht. Deswegen geht es hier zurück und Jeff kommt rein und was soll ich sagen?
Ich weiß nicht, womit ich gerechnet habe, ehrlich gesagt, warum ich den Flammenwurf drücke. Er wird vierfach resistet von Glurak, aber soll nicht unser Schaden sein. Glurak geht auf Ruheort. Ich habe gedacht, ich lasse dich nicht hochheilen. So geht es nicht, mein Freund. Und deswegen gehe ich hier auch straight für ein Erdbeben einfach. Wie gesagt, das macht safe über 50%. Deswegen spiele ich ja auch extra ein hartes Wesen auf Kagoron. Und es macht so knapp 50%, ne? So knapp 50%, aber ist in Ordnung. Jetzt drückt er natürlich den Flammblitz. Wir sind fast bei vollem Leben. Es reicht. War ein Crit. Ich glaube, wenn er nicht unbedingt ein hartes Wesen spielt, muss es nicht safe ausgereicht haben ohne den Crit. Also, gewagt, gewagt. Naja, jetzt gehe ich hier auf jeden Fall auf Lot of Damage, weil, naja, ich meine, ne? Habe aber gedacht, naja, er schmeißt jetzt sein Glurak hier vielleicht weg, einfach weil das kann. Und ich drücke einfach die Steinkante, weil ich dachte, wenn Donphan reinkommt, kann ich im Anschluss einfach nochmal nachsetzen. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier ganz gut gegen Vesprit nachsetzen mit einer Steinkante, die auch trifft, Gott sei Dank, die auch guten Schaden macht gegen Vesprit, was sehr, sehr nett ist. Und damit haben wir Vesprit immerhin schon mal down. Jetzt kommt Mupfel rein. Und Mupfel ist Kime. Und Kime ist eine schwierige Sache, denn das kriegst du One-Shot nicht raus. Das kriegst du One-Shot nicht raus. Kannst du knicken. Deswegen muss ich Lot of Damage unbedingt zurückziehen. Hol die krasse Katze rein, weil ich die Mondgewalt halt predikte. Wobei auch ein Siedewasser oder ein Surfer hier durchaus hätte kommen können. Tatsächlich. Dachte mir aber, ja, falls eine Mondgewalt kommt, schleudert mich das eventuell so ungefähr in die 50% Bärenrange. Und das ist ja nicht so schlecht. Hat auch gut geklappt soweit. Nö, der Plan hat soweit gut geklappt. Aber jetzt ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich jetzt ein bisschen unter Druck stehe. Und das Ding ist, dass mir jetzt ein Fehler passiert, der mir leid tut. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir einfach leid. Ich habe auch zu Assisa in diesem Moment geschrieben, Alter, ich bin so dumm. Ich bin einfach so unfassbar dumm. Ja, Toxin im Nebelfeld klappt natürlich nicht. Also Statusveränderungen gehen nicht im Nebelfeld. Kann man Navi kommen, kann sich den Kill claimen. Machst du halt nix, ne? Dann machst du halt nix. Ja, jetzt schicke ich hier Volt Victor rein, weil ich mir denke, ich scare ihn so raus und kann den Delegator drücken. Und ne, ich kann so viel sagen, ich scare ihn nicht raus, überhaupt nicht, aber ich drücke trotzdem den Delegator. Oh Mann, es läuft alles schief. Jede Prediction ist falsch. Alles ist einfach falsch. Es ist so ein richtiger Kackkampf. Ich habe mir so gedacht in dem Moment, Alter, nein, ich hatte in diesem Abend einfach noch mehrere Kämpfe. AB vor mir. Und ich dachte mir, Alter, wenn ich jetzt hier so richtig so hart reinscheiße, ne? Dann habe ich doch gar keinen Bock mehr auf die AB-Kämpfe im Anschluss. Bruder, da muss ich aber dringend los. Ja, der Delegator klappt natürlich nicht. Mein Navi kann sich hier den zweiten Kill claimen. Ist in Ordnung. Da machst du halt nichts. Und mein Navi ist halt immer noch full life. Hätten wir einen Donnerblitz rausgehauen, hätte es auf jeden Fall wehtun können. So klappt es nicht. Ich schicke jetzt hier Missgeburt 2 rein, auch auf die Gefahr hin, dass man Navi einen Eisstrahl kann. Hätten wir, glaube ich, trotzdem getankt. Und hätten ihn irgendwie andamagen können, auch wenn es überhaupt nichts gebracht hätte. Mupfel kommt rein. Ich reagiere darauf, wie ich am Anfang schon gesagt habe, mit Erdkräften. Einfach, weil das mein Play war. Das war einfach mein Play. Finsteraura war kein Play in dem Moment. Und ja, reagiere mit den Erdkräften und dachte mir jetzt so, ja, Kima ist langsamer. Drücke ich nochmal die Erdkräfte, aber nein. Kime ist halt einfach schneller. Es ist ein verdammtes Walschal-Kapukime. Da kriege ich doch Glatzkotzen. Da kriege ich doch einfach nur Glatzkotzen. Ja, ich dachte mir halt, ja, er ist langsamer, drücke ich Erdkräfte, meine Bäre triggert, danach kann ich auf Rübser gehen, ihn rausnehmen. Aber nein, ich kann jetzt nicht nochmal auf Rübser gehen, es geht nicht. Er nimmt mich jetzt so easy raus. Und ja, Kime ist, wie gesagt, auf Walschal muss es sein. In dem Moment war mir klar, es muss auf Walschal sein. Und ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Ich habe ja nur noch Terrakium, was eben auch sehr effektiv getroffen wird von der Mondgewalt. Und hier einfach weggeballert wird. Ja. Da würde ich glatt sagen, das ist ein Satz mit X. Und dieser Satz mit X lautet Kacke. Also, ich muss zuallererst sagen, ich habe kein gutes Matchup gehabt gegen Glurak. Das soll keine Entschuldigung sein oder irgendwas. Ich habe auch richtig scheiße gespielt. Ich habe am Anfang versucht, möglichst safe zu spielen. Dann habe ich mal
versucht Momentum aufzubauen, aber ich habe insgesamt jede Entscheidung falsch getroffen und dann halt noch dieser Fail mit dem Toxin im Nebelfeld, der mir einfach Kopfschmerzen bereitet, dass ich das hochladen muss. Das ist einfach... Naja. Aber ich würde sagen, passiert. Das war jetzt ein 5-0. Das war voll eins auf die Fresse. Damit sind wir wieder fett im Minus, differenztechnisch. Und wir haben jetzt 4 Siege, 4 Niederlagen. Das heißt, der nächste Kampf entscheidet, ob wir aus der MDL positiv rausgehen, was die Niederlage angeht, oder negativ. Differenz ist nach dem Kampf ziemlich sicher am Ende negativ. Ja, wir sind jetzt bei minus 5 Differenz. Wir können es noch neutral oder positiv machen, aber ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ja, da kann ich... Ja. Also, falls dir das Video gefallen hat, ich habe dieses Video, bevor ich es hochgeladen habe, an Unge geschickt. Und der hat darauf reacted und das hier ist seine Reaktion. Ey, cooles Video, wirklich cooles Video. Das war ein gutes Video. Ist halt hart krass, oder? Also deswegen würde ich sagen, für die Reaktion gebt auf jeden Fall mal ein Däumchen nach oben und schreibt mir einen netten Kommentar. Ich möchte an der Stelle einfach nochmal sagen, vielen, vielen Dank für euren überkranken Support in letzter Zeit. Ist einfach insane. Vielen, vielen Dank dafür. Liebe und Ehre und Kuss geht raus. Und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Spieltag, zum wahrscheinlich letzten Spieltag. Bis dahin, liebe Freunde. Eine wunderschöne Zeit, eine wunderschöne Woche. Bis dann und Kuss geht raus. Ciao.